Bevor es weitergeht, liken, teilen, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Wenn man heute einen Muslim fragt, ist Fischessen erlaubt? Da würden wahrscheinlich die meisten, wenn nicht sogar jeder spontan, ja sagen, kein Problem, Fischessen ist erlaubt. Wir reden nicht über Muscheln oder Seesterne, den klassischen Fisch. Das ist auch das, was wir hier im Supermarkt kaufen, was wir im Restaurant bestellen. Und wenn wir mal bei McDonald's essen und wir wollen nicht diesen Burger nehmen, dann nehmen wir einen Fisch mit. Fisch essen, das ist erlaubt. Jetzt stellen wir uns aber einfach mal vor, wir würden jemanden fragen und der sagt, nö, Fisch essen ist nicht erlaubt, Fisch ist verboten. Ich weiß, wir kennen die Antwort. Wir würden das in dem Moment auch nicht ernst nehmen, aber spielt einfach mal mit. Er sagt, nein, Fisch essen ist nicht erlaubt. Wie sollten wir das jetzt erkennen, ob seine Antwort richtig ist oder nicht? Der sagt das so im Brustton der Überzeugung. Fisch essen ist nicht erlaubt. Jetzt würde man heute denken, ich frage ihn einfach nach seinem Beweis. Dann muss das ganze Kartenhaus ja zusammenfallen, oder nicht? Ich meine, die Aussage ist ja offensichtlich nicht richtig. Und wenn ich ihn jetzt nach einem Beweis von Koran und Sunna frage, dann darf er ja nicht in der Lage sein, mir einen Beweis zu präsentieren. Geht ja nicht. Also machen wir das. Er sagt, nein, Fischessen ist nicht erlaubt. Und wir fragen ihn jetzt nach einem Beweis. Und dann bringt er uns auch seinen Beweis. Das ist der dritte Vers von Suratul Ma'idah. Hurrimat alaikum al-Maytah. Das Verendete, das Verstorbene, das ist jedes Tier, was nicht geschlachtet wurde, das ist euch verboten. So sagt es der Vers. Der geht noch weiter, aber damit beginnt er. Hurrimat alaikum al-Maytah. Das Verstorbene, was nicht geschlachtet wurde, das ist euch verboten. Da zählt Fisch doch auch zu, oder nicht? Und damit begründet er euch, dass Fischessen nicht erlaubt ist. Fisch wird ja nicht geschlachtet. Also was machen wir jetzt? Ich meine, wir wissen ja, dass das nicht richtig ist, aber so sagt es ja der Koran. Das ist ein Vers aus dem Koran. Das Verstorbene, das Verendete, das ist uns nicht erlaubt. Okay, jetzt könnte man erstmal anfangen zu schauen, sagt das überhaupt der Vers? Was steht in diesem Vers? Das Verstorbene ist euch verboten. Das Verstorbene im Arabisch ist Al-Maita. Das ist so jedes Tier, was halt nicht geschlachtet wurde. Jetzt könnte man ja schauen, ob Fisch überhaupt in diese Kategorie fällt. Im Arabischen wäre es gar nicht überraschend, dass es zum Beispiel einen Ausdruck für das verstorbene Landtier gibt, was so einfach im Dschungel stirbt, und für ein verstorbenes Meerestier. Es könnte ja zwei verschiedene arabische Wörter dafür sein. Und dann bezieht sich dieser Vers vielleicht einfach nur auf die Landtiere. Das heißt, eine Kuh muss sich schlachten, einen Fisch nicht. Okay, schauen wir mal nach. Aber dann stellen wir fest, dieser Ausdruck Al-Maita, der bezieht sich auch auf Fische. Das ist auch ein Fisch, der nicht geschlachtet wurde, genauso wie eine Kuh oder ein Schaf. Al-Maita, ein Fisch, der nicht geschlachtet wurde, ist doch eigentlich dann verboten, oder? Hurrimat alaikum al-Maita. Okay, von der Sprache her schon. Was machen wir jetzt weiter? Nun, wir könnten ja an anderen Stellen im Koran schauen. Dieses Thema taucht ja nicht nur hier auf, in diesem Vers, beziehungsweise einem kleinen Teil des Verses. Vielleicht gibt es ja noch andere Aussagen dazu. Und dann finden wir auch eine in derselben Sure, nur etwas später. Das ist Vers Nummer 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu hillul lakum wa lis-sayyar. Erlaubt es euch, dass das Jagdtier des Meeres und der Genuss von seinem Essen, könnte man sagen, das, was an essbarem Meer ist, ist euch gestattet und auch dem Reisenden. Das ist schon mal eine Aussage, okay, das, was im Meer lebt, das darf man essen. Jetzt kann man schauen, in dem Vers, da wurde gesagt, Jagdtiere, das, was vielleicht nur gejagt wurde, da kann man nochmal unsicher sein, aber jetzt schauen wir in der Sunna nach. Und da finden wir eine sehr deutliche Aussage. Das Meereswasser ist rein und die toten Tiere sind euch erlaubt zu essen. Jetzt wird das Ganze klar. Okay. Aber dann sieht das erstmal aus wie ein Widerspruch. Ich habe am Anfang diesen einen Vers, der sagt, tote Tiere generell auf keinen Fall, das ist euch verboten. Never. Und jetzt finde ich einen anderen Vers und einen Hadith, der sagt, naja, aus dem Meer doch. Wie verbinde ich das Ganze? Vielleicht ist das eine ja eine ganz allgemeine Aussage und das andere eine Ausnahme davon, aber irgendein Konzept brauche ich dafür, irgendwelche Regeln, wie ich jetzt diesen Widerspruch auflöse. Und dann komme ich vielleicht zu einer Entscheidung.
Aber dann würde ich mich vielleicht immer noch nicht beruhigt fühlen, sondern ich würde zur Sicherheit noch einmal nachschauen, ob andere Gelehrte, die sich damit auskannten, zur selben Antwort gekommen sind. Ich meine, ich werde dann nicht nach 1400 Jahren der Erste sein, der diese Frage analysiert und dann zu dieser Antwort kommt. Das wäre so ein Prozess. Und dann stellt man am Ende tatsächlich fest, ja, es gibt diese allgemeine Aussage im Vers, tote Tiere sind nicht erlaubt, es sei denn, sie sind geschlachtet. Aber die Meerestiere sind davon eine Ausnahme. Und man löst diesen Widerspruch tatsächlich genauso auf. Das eine ist allgemein, davon wird etwas herausgenommen und das haben auch viele Gelehrte vor uns schon gesagt. Und das ist der Grund, warum Fischessen erlaubt ist. Jetzt kannten wir die Antwort natürlich vorher schon. Aber schauen wir mal, was man dafür alles benötigt hätte, wenn man die Antwort nicht kennt. Man muss die arabische Sprache kennen, sonst kann man gar nicht beurteilen, Al-Maita, dieser Ausdruck, gehört er überhaupt zum Fisch oder nicht. Man muss wissen, was der Koran dazu sagt. Man muss also den Koran möglichst komplett kennen, weil an anderer Stelle kann ja das Thema auch nochmal behandelt werden. Man muss sich auskennen in der Sunna, was wird da zu diesem Thema gesagt. Man braucht ein Regelwerk, wie man diese verschiedenen Aussagen miteinander verbindet. Sei es Widersprüche, sei es Ergänzungen, auf irgendeine Art und Weise muss ich das Ganze ja behandeln, interpretieren. Und ich muss noch einmal schauen, was haben andere Gelehrte gesagt. Dieses Regelwerk, das nennt man bei uns Usul al-Fiqh. Die Regeln, wie man quasi so etwas analysiert. Und dafür gibt es in jeder Rechtsschule ein bestimmtes Regelwerk, bestimmte Regeln, nach denen sie diese Urteile fällen. Und da gibt es auch in der Geschichte die entsprechenden Gelehrten, die das auf diese Art und Weise behandelt haben. Das heißt, man braucht die Sprache, Koran, Sunna, ein Regelwerk von einer Rechtsschule. Man muss sich auskennen, was die Gelehrten gesagt haben. Dann kann ich eine Frage beurteilen. Und auch nur dann. Hier war es jetzt offensichtlich, aber allein aufgrund der Tatsache, weil wir die Antwort kannten, weil es in die Kategorie fällt von dem, was jeder Muslim auf diesem Planeten weiß. Und das ist der einzige Grund. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wenn das nicht so präsent unter uns Muslimen wäre, dann könnten wir das nicht beantworten. Dann bräuchten wir all diese fünf Dinge, die ich gerade aufgezählt habe. Sonst surfen wir einfach hin und her, ohne wirklich in der Lage zu sein, die richtige Antwort zu finden. Warum sage ich das Ganze? Ich habe ja zu Beginn gesagt, okay, wir wollen die Frage analysieren, wie machen wir das? Jemand sagt, nein, ist nicht erlaubt, Fisch darf man nicht essen. Ich frage ihn nach seinem Beweis. Das ist so verbreitet heutzutage und wir sind tatsächlich der Auffassung, dass wir in der Lage sind, das Ganze zu analysieren. Und es funktioniert einfach nicht. Wir selber, wir können uns das gar nicht so anschauen. Er hat uns ja einen Beweis geliefert. Er sagt doch, das Verstorbene ist euch verboten, ihr dürft es nicht essen. Das ist doch ein klarer Beweis aus dem Koran. Nein, der ist nicht so klar. Aber in allen anderen Themen, die nicht jeder Muslim weiß, kann man uns so leicht damit an der Nase herumführen. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Ich folge dem Beweis. Jeder kann dir einen Beweis präsentieren. Wenn du die arabische Sprache nicht kennst, und ich rede nicht von dem Arabisch wie heute, du gehst heute in Ägypten in eine Schule, das ist damit gar nicht gemeint. Ich rede vom Arabisch zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Wenn du das nicht kennst, Koran und Sunna, ein Regelwerk, Rechtsschule, wenn das alles für dich Fremdwörter sind, dann hat dieses Beweisfolgen absolut keine Bedeutung. Es hat nichts damit zu tun. Die Leute, die das können, die all diese fünf Dinge kennen und beherrschen, das sind die Leute, die einem Beweis folgen. Und nur diese Leute folgen einem Beweis. Was ist jetzt mit uns? Wir sind nicht diejenigen, die einem Beweis folgen. Wir folgen denjenigen, die in der Lage sind, einem Beweis zu folgen. Das sind die Gelehrten. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.